So, alles ist umgebaut und wir haben ein altbewährtes Bild. Die Konstellation gab es schon ein paar Mal und auch schon vor ein paar Wochen. Und wir haben auch ein ähnliches Thema. Aber heute wird es besonders interessant, denn heute machen wir nicht nur Theorie, sondern heute wird es gleich auch noch richtig in der Praxis gehen. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Aber natürlich erstmal die Vorstellung. Dabei ist wieder der Christian Laxander. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Du hast auch wie immer Spielzeug mitgebracht. Jede Menge. Hier sind die Objektive drin, die wir gleich draußen vor der Tür brauchen, weil wir haben uns ja überlegt, was können wir quasi euren Kunden anbieten, was so ein bisschen weg ist von dem, ich zeige ein paar Bilder aus einer Präsentation, ne? Und wir werden heute alle euch draußen mitnehmen auf das Display der Kamera und werden ein bisschen wenig Licht fotografieren, also Lowlight. Ja, das ist eine sehr bekannte Frage oder sehr beliebte Frage, sowieso bei jeder Kamera, aber vor allem, weil es eine neue 7.4 rauskam, wie verhält es sich mit der alten 7.3? Das wollen wir auf jeden Fall heute mal endgültig den Gar ausmachen, diese Frage, dass wir das direkt testen. Wir hatten es Anfang des Jahres auch, hatten wir auch ein Live-Shooting. Damals war es noch High-Speed mit einem Fußballmodell. Diesmal geht es dann ins Low-Light-Bereich rein, aber wird auf jeden Fall spannend. Vor allem passend jetzt zur Winterjahreszeit. Um die Uhrzeit ist eh nichts mehr da. Wir sind vorbereitet, dachten uns, Low-Light passt auf jeden Ja, Fall. das ist übrigens ganz toll. Wen das interessiert, wie man wirklich schnelle Bewegungen schießt, der kann das bei euch im YouTube-Kanal ja sehen. Die Nina war dabei. Schöne Grüße, falls sie zuschaut. Es war wirklich super, super Ja, das hat interessant. echt Spaß Und gemacht. die Nina macht ja auch Sachen mit dem Ball, da ja, denkt man gar nicht dran. Und diesmal haben wir uns halt gesagt, ja, pass auf, es ist jetzt November. Das Action-Shooting draußen ist um die Uhrzeit, in der wir streamen wollen, eher nicht so praktisch, weil es ist einfach dunkel. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Lowlight. Passt ja auch. Passt. Es ist eh eine Sache, die diese Kamera gut abkann. Das schon mal so als kleinen Spoiler voraus. Und es ist einfach der Anwendungsbereich immer da gewesen. Bei der 7.3 auch schon. Lowlight war immer ein Thema. Da Jetzt auch. habe ich heute natürlich eine Besonderheit, ne? Das ist eine Sache, die habe ich euch noch gar nicht erzählt, weil die Kamera hier steht, ist eine finale Kamera. Das heißt, Ja. wir können uns heute auch wirklich die Bildqualität anschauen und ja, das werden wir natürlich auch tun. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir werden mal so ein bisschen grob über die Kamera reden, bevor es dann wirklich losgeht. Auf jeden Fall dranbleiben. Und wenn ihr Fragen habt, schon mal reinposten in den Chat. Die gehen wir schon mal durch. Im Anschluss nach dem Shooting gibt es natürlich ein großes Q&A. Da könnt ihr alles fragen zum Thema Sony, egal ob jetzt die Kamera oder andere Objektive, was auch immer. Lachs weiß eh alles auswendig. Von daher stellt Fast ruhig alles. fast auswendig, fast alles. Ja. Stellt eure Fragen. Wir werden es auf jeden Fall beantwortet kriegen. Dann würde ich mal sagen, machen wir so einen kurzen Rundown zur neuen Kamera und stellen so ganz grob vor, was sich jetzt verändert hat. Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Sony hat sich angeguckt, was kann eine Alpha 7.3 gut und hat überlegt, was können wir alles noch besser machen. Und sie haben alles, was sie gefunden haben, besser gemacht. Und das ist wirklich. Es sind sehr, sehr, sehr viele Punkte im Detail. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen einteilt in verschiedene Bereiche, dann kommt man relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Und ich würde sagen, wir nehmen die Bereiche Fotografie, wir nehmen den Bereich Videografie und so ein bisschen das Gesamtkonzept. Und für mich ist dieses Gesamtkonzept vielleicht der wichtigste Punkt. Eine Alpha 7.3 ist eine Kamera, die eigentlich fürs Fotografieren gebaut wurde. Das heißt, es ist eine klassische Fotokamera, die aber tolle Video-Features hat. Das ist bei der 7.4 ein bisschen anders. Bei der 7.4 ist es eine reine Hybridkamera. Bedeutet, die kann Foto und Video gleichermaßen gut. Ich mache das mal mit einem Beispiel. Wenn man mit einer 7.3 filmt, und das tun ja sehr, sehr viele Leute, dann ist das Umstellen von Filmen auf Fotografieren immer damit behaftet, dass man drei, vier, fünf Sachen im Menü umstellen muss. Und zwar jedes Mal, wenn man wechselt. Wenn ich das jetzt also wirklich so verwende, dass ich schnell umschalten will, dann kriege ich nicht in allen Bereichen die beste Qualität. Das hat Sony komplett geändert. Und jetzt sind wir eigentlich schon mitten in der Bedienung. Wir haben natürlich ein neues Gehäuse. Da spreche ich in der Regel nicht so oft drüber, weil ich ja eine 7S3 habe und das Gehäuse natürlich schon kenne. Aber der Griff ist natürlich ein bisschen größer. Die meisten Leute mögen die Kamera lieber, weil sie besser in der Hand liegt. Zumindest für den allergrößten Teil der Leute. Und wie gesagt, dieser Umschalter hier oben, der ist wirklich praktisch. Den kann ich auch mal in die Kamera zeigen, dass ihr das mal seht. Das Moduswahlrad hier hat deutlich weniger, ja, aufgedruckte Menüpunkte und hier vorne gibt es so einen kleinen Schalter, den kann ich ganz einfach mit meinem Finger drücken. Also wenn ich die Kamera, das ist jetzt ein bisschen schwer für mich, weil die Kamera da vorne hängt, ne? Hier vorne drücke, dann kann ich hier hinten verstellen. Und ich zeige euch mal die Rückseite, dass ihr das seht, dann könnt ihr es so sehen. Da kann ich dann zwischen Foto und Video und S und Q blitzschnell hin und her schalten,
und eben in der Kamera bestimmen, ob die Einstellungen übernommen werden sollen oder eben nicht. Das heißt, ich kann die wirklich auch getrennt für Foto und Video programmieren, was dann so diesen Hybridcharakter unterstreicht. Mhm. Und von diesen Kleinigkeiten gibt es ganz viele. Ich meine, das Klappdisplay haben wahrscheinlich alle eure Kunden schon gesehen. Ja. Wer sich für die Kamera interessiert, wird mit Sicherheit das gesehen haben. Und auch, dass man den Verschluss, wie bei einer Alpha 1, kann ich auch nochmal zeigen, schließen kann für den Objektivwechsel, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Das sind so Kleinigkeiten. Unter der Haube kann die Kamera aber natürlich ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, ich zeige mal eine Sache, die den meisten Leuten wahrscheinlich noch nicht aufgefallen ist. Und wer vielleicht schon mal bei mir im YouTube-Kanal geguckt hat, der hat ja gesehen, ich habe zwei Videos dazu veröffentlicht. Einmal so die Details, da kann man alles nachgucken. Und im zweiten Teil Praxis. Und eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, ist das deutlich verbesserte Autofokus-System. Ja. Ich habe dir das vorhin angekündigt, ne? Ja. Ich bin bereit. Wir machen das einfach mal live, also jetzt auch schon hier. Wir werden es natürlich nachher unten dann in der Praxis auch bei wenig Licht nochmal sehen, aber ich stelle an meiner Kamera einfach mal was ein und möchte euch einfach mal zeigen, wie das Ganze denn ausschaut. Wir springen dafür einfach mal auf das Display meiner Kamera. Da müsstet ihr jetzt gleich das Signal sehen. Ich stöpsel gerade noch was. Ah, der Kollege stöpselt gerade noch rum, dann ist kein Problem. Dann erzähle ich es schon mal. Ich werde jetzt gleich das Echtzeit-Tracking aktivieren. Und Echtzeit-Tracking bedeutet, ich kann quasi mein Motiv auswählen und kann dann blitzschnell quasi das Motiv nachverfolgen. Und ja, das sollte dann kein Thema sein. Brauchst du vielleicht Hilfe? Ja, tut mir leid, jetzt sind die SDI-Karte durch die Tür, müssen die Tür zu machen, rauf wieder. Alles klar. Okay, das war jetzt das größte Problem. Ich verstehe. Ja. Ist ja kein Thema. Wir sind flexibel. Genau. Einmal auf das Bild meiner Kamera schalten, können wir das einmal sehen? Weil mal ich wollte kurz, ja. Ah, jetzt haben wir das Bild, guck mal. Augenautofokus. Achso, den Fernseher auch noch, genau. Auf meinem Live-Bild kann man dich jetzt schon sehen, ja. Mit dem Augenautofokus-Autofeld, das ist soweit klar. Ich schalte den Augenautofokus einmal gerade um und nehme euch einmal mit auf die FN-Taste. Und da habt ihr hier die Fokusfeldauswahl. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe hier ganz unten auf das Tracking. Tracking bedeutet jetzt, ich wähle mein Motiv aus und es wird nachverfolgt. Und jetzt drücke ich dir das Ganze mal an die Hand. Gerne. Und wir haben an der Kamera übrigens ein 50 mm 1.2, natürlich bei Offenblende. Ja? Und jetzt würde ich dich bitten, mit dem roten Kästchen einfach mal auf meine Hand zu zielen und den Auslöser anzudrücken. Jetzt seht ihr alle das grüne Kästchen mit den zwei Strichen an der Seite. Und jetzt halt einfach mal den Auslöser gedrückt. Ja, nicht durchdrücken, sondern einfach nur gedrückt halten. Ja. Sonst kriegst du gleich die Speicherkarte voll, dann muss ich sie gleich wieder formatieren. Nein, aber ich will einmal eine Sache zeigen. Ich kann jetzt meine Hand bewegen und ihr seht natürlich, der Fokus folgt. Aber pass mal auf, halt mal einfach gedrückt. Mhm. 50 mm 1.2 bei Offenblende. Das ist der Autofokus der Alpha 7.4. Und muss ich jetzt noch irgendwas sagen? Nein, nicht wirklich. Also, ich habe ganz oft unter meinen Videos gelesen, ja, das ist ja gar kein würdiger Nachfolger. Eine Alpha 7.3 kommt da nicht mal ansatzweise ran. Nicht ansatzweise. Die einzigen Kameras, die ich kenne, die das können, sind die Alpha 1, die ist sogar noch ein bisschen schneller und vielleicht noch eine Alpha 9 Mark II. Ja. Aber bei allen anderen wird es dann schon echt kritisch. Mhm. Alpha 9 vielleicht, aber ich würde sagen, die ist gefühlt genauso schnell. Aber alle anderen Kameras beim Sony, im Sony-Lineup, eine Alpha 7 S3, eine Alpha 7 R4, eine 6600 sind definitiv nicht so leistungsfähig. Ja. Und das ändert in der Fotografie natürlich alles, weil... Sind wir ehrlich, du willst Action fotografieren, du hast schnelle Bewegung, scharfe Bilder sind essentiell wichtig. Wenn du die nicht hast, bringt dir das Ganze nichts. Und hier bekommst du sie. Das Fokussystem ist eine komplett neue Liga. Ihr habt es vielleicht auch gerade eben schon gesehen, ich habe ja den Augenautofokus umgeschaltet. Ich kann das ja auch mal gerade machen. Ich gehe mal zurück auf das große Feld. Und hier oben vorne auf die Taste am Objektiv habe ich mir jetzt gelegt, dass ich hier die Augenerkennung zwischen Mensch und Tier und Vogel switchen kann, beziehungsweise ich habe nur Mensch und Vogel ausgewählt. Das heißt, sobald ich jetzt hier den Auslöser drücke, habe ich natürlich ganz klar sofort den Augenautofokus. Aber ganz neu ist ja auch der Augenautofokus für Vögel. Das sieht man jetzt unten im Display. Da wird das kurz eingeblendet. Kann ich eben auf eine Taste legen zum Umschalten, was halt super praktisch ist. Und Fokus ist so ein Punkt, wo ich sage, da unterscheidet es sich doch extrem. Und das ist natürlich fürs Fotografieren extrem wichtig, aber eben auch fürs Filmen. Definitiv. Der zweite Punkt, und das wissen wahrscheinlich alle eure Zuschauer schon, ist natürlich die höhere Auflösung. 33 Millionen Bildpunkte, die wir haben. Ne? Und Sony sagt ja, wir haben mindestens die gleiche Qualität, eher sogar noch eine bisschen bessere Qualität im Lowlight als mit einer Alpha 7 III.
Ja, und da waren alle sehr kritisch, als die Aussage Ja, ich kam. kann schon so viel verraten. Ich habe ja vorgestern, als ich die finale Kamera bekommen habe, einen Vergleichstest gemacht. Und nein, ich habe ihn noch nicht veröffentlicht. Der wird irgendwann jetzt im YouTube-Kanal kommen, wahrscheinlich Mitte der nächsten Woche. Ich habe aber die Bilder schon gereviewt. Und das stimmt. Wir haben das Rauschverhalten. Ich würde sagen, man kann es von der 7.3 nicht wirklich unterscheiden. Außer an einem Punkt, nämlich das Farbrauschen der Alpha 7.3 ist doch deutlich höher, auch bei den höchsten ISO-Werten, als bei der Alpha Das ist 7.4. krass. Wir haben also eine höhere Auflösung Ja. und eine bessere Bildqualität bei wenig Licht. Und wer eine Alpha 7.3 kennt, und ich nehme an, ganz viele von euch kennen eine, weil es ist einfach die meistverkaufte Vollformatkamera, ja, die wissen, die Alpha 7.3 ist da bisher die beste im 20- bis 30-Megapixel-Segment. Jetzt haben wir 33 Millionen Bildpunkte und besseres Rauschverhalten. Wird, glaube ich, alle freuen. Und ja, ich glaube, viel mehr braucht man zum Bereich Foto nicht sagen. Nee, ich glaube nicht. Wir Also haben Fotos so abgefrühstückt. ja, wir haben halt wirklich alle wichtigen oder die zwei essentiellen Sachen, die einen wirklich weiterbringen, sind massiv besser. Und das werden wir, wie gesagt, auch gleich noch live zeigen. Auch Genau. Autofokus bei wenig Licht ist nochmal besser und lauter solche Geschichten. Ich denke, da werden wir auch die eine oder andere Frage hoffentlich noch kriegen. Also nutzt gerne die Möglichkeit, fragt alles, was für euch wichtig ist. Und ja, ich werde versuchen, heute in der Praxis alles davon zu zeigen. Gerne. Ich gucke auch schon mal so durch. Ich sehe, so ein paar Sachen sind schon Ist sehr gut. eingetroffen. Also und da schön, schön weitermachen für das Ganze, damit wir hier auch was Schönes haben. Deswegen machen wir das ja live, ne? Also wir wollen Genau. ja, dass ihr quasi schreibt und dass ihr was sagt und Ich gehe dann einfach mal so ein bisschen auch durch. Ne? Autofokus, wir hatten, weil wir auch gerade hatten, nochmal so als kurze Zusammenfassung, Autofokus A7S3 gegen die A7 IV. Also ich würde sagen, definitiv die Alpha 7.4 schneller als die 7S3. Und ich mag die 7S3 sehr, sehr gerne. Sie ist auch echt schnell. Eine Alpha 7.4 ist schneller. Okay. Schwierig zu schätzen, aber wir haben noch die Frage, um wie viel ist der Fokus schneller bei Sony Alpha 7-4 im Vergleich zu Sony 7R4? Schon sehr, sehr merkbar. Was mir aufgefallen ist, ist, dass vor allem das Tracking sehr viel performanter ist. Das heißt also, das Motiv auswählen, das, was ich gerade eben mit der Hand gezeigt habe, und wirklich schnelle Bewegung, kann die Alpha 7.4 definitiv schneller tracken. Jetzt werde ich dann oft gefragt, warum. Hängt ganz klar mit dem Auslesen oder der Auslesegeschwindigkeit des Sensors zusammen, ne? Und da sind halt die Sensoren aus der Alpha 1 oder Alpha 9 schneller und deswegen sind sie besser. Und ich glaube, der 61-Megapixel-Sensor in der 7R4, der ist einfach ein Stück langsamer, was das angeht. Das merkt man dann auch. Also gefühlt ist der Unterschied wirklich relativ groß. Bitte versteht das nicht falsch. Auch eine 7R4 ist für so eine hohe auflösende Kamera echt schnell, aber da kommt sie nicht mit. Weil es ja auch natürlich in der Fotografie wichtig ist, fragen ein paar, wie sieht es aus mit Tiefpassfilter und Anti-Aliasing? Also prinzipiell ist es so, dass die Kamera natürlich einen Tiefpassfilter besitzt. Die R-Modelle bei Sony haben ja keinen. Und vielleicht kann ich das mal kurz erklären. Wenn man keinen Tiefpassfilter verwendet, dann bekommt man gegebenenfalls Störstrukturen. Das heißt, die Auflösung des Sensors interferiert mit einem gleichmäßigen Muster. Zum Beispiel bei Stoff, zum Beispiel bei Lamellenvorhängen in Gebäuden kann man das oft sehen oder an der Decke. Und man kann aber eigentlich sagen, je höher aufgelöst die Kamera ist, desto weniger fällt dieses Moiré auf, weil es in den meisten Fällen so klein ist, dass es im Bild verschwindet. Bei den niedriger auflösenden Kameras setzt man aus genau diesem Grund ja eben dieses Tiefpassfilter ein. Das macht das Bild ein bisschen unscharf und damit bekomme ich im Prinzip ja fehlerfreie Bilder, könnte man sagen. Und dann, wenn man eine 7R-Kamera kauft, muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass man gegebenenfalls diesen Bildfehler bekommt. Nennt sich Moiré, aber ist in der Praxis ja relativ gering. Es gibt natürlich immer wieder Aufnahmesituationen, da ist es anders, aber bei meinen Aufnahmen der Praxis spielt es keine Rolle. Okay, wir haben schon ein bisschen vom Bild und Bildaufbau und Wirkung. Möglichkeit, die JPEGs anzufassen. Wir haben ein paar Fragen wegen dem Creative Looks, auch von den Leuten, die jetzt von Fuji zum Beispiel zuschauen. Ne? Das Ja, ist ja sehr ein sehr schön. beliebtes Thema. Eigentlich wollte ich das nachher live zeigen, aber ich zeige euch jetzt schon mal die Ein bisschen Einstellung, weil anteasern kann man ja schon mal. das kann ich hier auch ehrlich gesagt besser machen als unten nachher live, weil ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, das zu zeigen. Ich schalte die Kamera mal ein, dann haben wir auch gleich ein Signal und ich nehme euch dann mit ins Menü. Wundert euch jetzt übrigens nicht, wenn ich nach vorne oder nach hinten schaue. Ich kann auf meinem Kameradisplay gerade So, nichts sehen, Moment, ich gebe deswegen. dir das direkt wieder. Genau, Zack. und einmal brauche ich das Bild der Da ist Kamera. es. Dann gehen wir hier ins Menü. Und ich habe hier ja das neue Menü. Und da seht ihr schon, ich bin im richtigen Punkt. In dem Fall Belichtung und Farbe steht ganz links oben.
Und hier kann ich jetzt zum Beispiel auf Farbe, Farbton gehen. Und wenn ich das mache, habe ich hier zum einen den Creative Look und wenn ich filmen möchte, das Fotoprofil. Wir starten mal mit dem Creative Look. Hier gibt es dann verschiedene Looks, die ich quasi vorwählen kann. Und was ich jetzt mal mache, ist, ich blätter die einfach mal durch. Ich habe nur vorher einmal auf dich scharf gestellt, damit wir auch ein ordentliches Bild sehen. Das ist hier der Standardeinstellung. Ihr seht schon, die Farbe ändert sich. Und ja, das war zum Beispiel das Vivid. Da sind die Farben ganz besonders gesättigt. Und ich kann euch verraten, der Farbton hier von deinem Hemd ist nicht so lila, wie er in Wirklichkeit ist. Also der leuchtet natürlich viel, viel mehr. Und ich kann die einfach mal durchblättern. Was hier halt echt schön ist, und das kann ich euch mal zeigen, also Black and White muss ich vielleicht noch dazu einmal zeigen, ja. Was hier halt echt schön ist, ist, dass ich mit dem Pfeil zur Seite, ja, also ich klicke jetzt den Pfeil auf die rechte Seite, in die Detaileinstellungen kann. Das heißt, ich kann hier den Kontrast verändern, ich kann die Spitzlichter verändern, die kann ich jetzt zum Beispiel dann einfach abdunkeln oder eben aufhellen, ja. Ihr seht übrigens immer den kleinen Punkt an der Seite, ganz rechts an der Seite, das ist die Nullstellung, das ist das, was Sony standardmäßig dahin programmiert hat. Dann habe ich die Schatten. Verblassen mag ich persönlich gar nicht. Also da mache ich halt mein Bild, Bild so milchig. Ne? Ja. So, das ist halt so nicht meine Art zu fotografieren. Heißt nicht, dass man das nicht benutzen darf, nur ich persönlich mag es einfach nicht. Ja. Ja, dann haben wir Sättigung, Schärfung, Schärfebereich und Klarheit. Und hier kann ich dann eben ganz individuell anpassen. Noch ein kleiner Tipp. Ich gehe mal einmal zurück. Ihr habt hier unter den normalen Einstellungen, die hier oben programmiert sind, hier unten noch 6 programmierbare Felder. Die sieht man an den Nummern. Das heißt, wenn ich hier mir jetzt das dritte Mal auswähle, dann kann ich, wenn ich rüberklicke, als erstes den Basisstil wählen und kann den dann quasi abspeichern. Ja, so kann ich mir also 6 ganz individuelle Bereiche einstellen, ohne dass ich irgendwas verstellen muss. Und das ist schon ziemlich cool. Das stimmt. Ja, also das ist die Geschichte mit der Creative Looks. Das kann ich sehr einfach umsetzen. Ich passe das an mich an. Ich könnte meine Bilder direkt aufs Handy übertragen, direkt hochladen auf Instagram. Was richtig cool ist, ist, dass diese ganzen Stile 1:1 auch während der Videoaufnahme funktionieren. Ich schalte mal auf Video um, damit ihr das seht. Ja, dauert immer einen kleinen Moment, Bildschirm wird einmal schwarz. Dann gehen wir wieder ins Menü. Jetzt erkennt ihr hier vorne an dem roten Symbol oder dem weißen Symbol auf dem roten Hintergrund, dass wir im Videomodus sind. Und auch hier gehe ich in den Bereich Farbe, Farbton und ihr seht, mein Creative Look steht hier ganz genauso zur Verfügung. Und ich kann meine Videos quasi mit dem Farblook, den ich haben möchte, umsetzen. Also von daher, da hat sich eine Menge getan. Ich finde es sehr, sehr praktisch, vor allem, weil man eben, wenn man Inhalte produziert, ja, also Fotos oder Videos, dann kann man einfach nahtlos umschalten. Das ist ziemlich cool. Das stimmt. Ging vorher nicht. So, dann gucke ich mal durch, was haben wir noch? Wir gehen ja eh noch gleich auf Video aus, deswegen schnappe ich mal die Frage. Deswegen können wir das wahrscheinlich direkt damit anschließen. Mich interessiert, wie bei der Kamera bei 4K60 das Ganze arbeitet. Crop auf 35 ist klar, aber wie viel Megapixel sind das? Und dann wird es dann aus dem 4K errechnet. Ja, genau. Das kann ich relativ einfach erklären. Also, Sony hat bei eigentlich allen moderneren Kameras, also alles, was wirklich so, sag mal, 4-5 Jahre alt ist und nicht älter, ein sogenanntes Oversampling. Das heißt, in der Kamera wird ein großer Sensorbereich ausgelesen, meistens sogar der komplette Sensor in 16:9 Seitenverhältnis. Und dann wird dieses Signal genommen und wird runtergerechnet auf das Ausgabeformat. Nennt man Oversampling. Ich habe also mehr Informationen, als ich eigentlich für das Zielergebnis brauche. Bei der Alpha 7 IV ist das bei der vollen Auslesung des Sensors, also Full Frame, 7K. Das heißt, ich habe 7000 Pixel in der Breite und rechne dieses Bild dann runter auf die 3800 Pixel in der Breite für 4K. Und das bedeutet natürlich einen deutlichen Schärfegewinn. Also ich bekomme ein schärferes, detailreicheres Bild. Wenn ich jetzt 4K mit 50 oder mit 60 Bildern aufnehmen möchte, also mit einer höheren Framerate, dann schaltet die Kamera automatisch in diesen APS-C-Bereich. Und auch hier liest sie den kompletten Bereich aus. Das heißt, sie macht ein 4,6K-Bild, also auch etwas mehr als 4K. Und dann geht sie hin und rechnet das wieder runter auf 4K. Ich habe also auch in diesem Bereich ein Oversampling, was zum schärferen Bild führt. Der für mich entscheidendste Punkt ist aber ein anderer. Die Kamera hat ja noch zwei, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Helfer, um Videos noch besser zu machen. Zum einen den Active Steady Shot, den ich wirklich tagtäglich benutze, auf den ich bei meinen Kameras auf gar keinen Fall mehr verzichten möchte. Und das zweite ist eine ganz neue Funktion, die Breathing Compensation. Und beide fügen einen kleinen Crop hinzu. Das Schöne ist, man kann bei der Kamera in beiden Modi
beide Verbesserungen anschalten. Und weil man ja mehr Pixel ausliest, als man braucht, behält die Kamera die volle Auflösung. Das heißt, auch wenn ihr mit 4K 50 filmt und alle Verbesserungen anschaltet, habt ihr mehr als 4K Auflösung, was übrig bleibt und bekommt volle Qualität aus der Kamera. Das ist hart. Das ist, ich weiß, das war jetzt für alle, die nicht Video machen, ein bisschen schwierig, aber sorry für die längere Erklärung. Ja, nee, aber das ist vor allem, wenn man einfach bedenkt, wie störend sowas wie Focus Breathing ist, einfach wenn man im professionelleren Videobereich ist, ist es enorme Hilfe in dem Moment. Und der Active Steady Shot, ich war am Anfang skeptisch, als er kam. Ich dachte mir so, okay, funktioniert's oder muss ich doch wieder meinen Gimbal rausholen? Aber bei vielen Situationen ist es halt auch wirklich dann stark genug, dass ich darauf verzichten konnte. Deswegen... Es spart uns jeden Tag eine Stunde Drehzeit, weil ich einfach jedes Mal, wenn ich ein Objektiv wechsle, sonst meinen Gimbal einrichten muss. Genau. Und bei zwei Dritteln, bei mir sogar ein bisschen mehr der Zeit, kann ich darauf verzichten, weil es einfach für die anderen Clips auch so funktioniert. Ja. Und das ist dann halt einfach viel weniger Arbeit. Mhm. Also von daher für mich ein Feature, was immer an ist. Ja, definitiv. Ich habe noch eins, da geht es um den Shutter, den variablen Shutter. Ja. Kann er den auch in Fotomodus nutzen, um LED-Banding zu vermeiden? Oder muss er da dann wieder auf den mechanischen Shutter gehen? Nee, dieser variable Shutter ist in dem Fall wirklich für die Videofunktion gedacht. Ich habe den bei der Alpha 1 ja auch. Allerdings muss man dazu sagen, die Alpha 1 hat auch einen anderen Sensor, der nochmal schneller ist, wo ich dann das Banding wirklich in den meisten Fällen komplett eliminieren kann, auch bei sehr ungewöhnlichen Frequenzen, die LED-Lichter ja oft mit sich bringen. Also Leuchtstoffröhren und so kann die so oder so, aber der variable Shutter ist hier eigentlich für Video gedacht. Ja. Wir haben noch ein paar Fragen, da geht es auch so ein bisschen um das Rauschverhalten für Low-Light sonstiges. Da kann ich nur sagen, bleibt dran, wir gehen gleich vor die Straße. Ne? Also wir machen es live und da wird auch wirklich mal direkt reingezoomt, auch dass man gucken kann, wie ist das Verhalten wirklich, wie macht sie das Ganze bemerkbar. Ja, und ich kann es ja mal ankündigen, wem das heute im Stream nicht reicht und wer noch genauer Pixel zählen will, ich werde wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche irgendwann das Video veröffentlichen mit den Original-RAW-Bildern, mit den Original-JPEGs, könnt ihr wieder runterladen, kennt ihr von mir aus dem YouTube-Kanal. Genau. Was man jetzt auch sagen möchte, ich erwähne es einfach nochmal nebenbei, aktuell, wenn ihr bei uns irgendwas Richtung Sony kauft, Objektive, Kameras, sonstiges, da ist auch immer noch ein Einsteigerkurs mit dabei. Das heißt, wenn ihr ganz neu seid in dem ganzen Thema, ist ein Videokurs von Laxander, der euch die ganzen Basics beibringt und es gibt dann auch zwei weiterführende Kurse. Wir haben es reduziert auf einen, also wir haben das Komplettpaket nur noch als Angebot. Okay. Genau, da kann man wirklich seine Kamera lernen und ich kann schon mal so viel versprechen. Ich werde natürlich den Kurs, der ist im Moment noch mit der Alpha 7.3 gedreht, erweitern um die 7.4. Das wird allerdings Anfang des Jahres erst soweit sein. Klar, die Kamera kommt ja erst im Dezember und dann brauche ich auch noch ein paar Tage, um den Videokurs zu drehen. Das stimmt. Nee, kein Problem. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Roundup. Wir haben es von ein paar Video-Features angesprochen. Vielleicht noch so ein bisschen im Vergleich auch, was viele bei uns auch noch gefragt hatten, so im Vergleich. Es gibt eine S3 und es gibt jetzt eine 7.4. Preis ist natürlich ordentlich Unterschied. Wo würde das eine reichen, wo das andere, bei welchen Szenarien, je nachdem, was ich dann so mache. Das Spannende an der Alpha 7.4 ist eigentlich, dass sie ein Top-Allrounder ist. Das heißt, sie kann nicht so viel wie eine Alpha 9 in Mark II in der Geschwindigkeit. Sie ist langsamer, aber sie kommt, ich würde sagen, auf 80% ran. Ja? Bei einer 7S III ist es ähnlich. Also wenn ich Video filmen will und ich brauche zwingend 4K mit 120 Bildern oder Full HD mit 240 Bildern, dann bleibt mir nur die Wahl 7S III. Wenn Rolling Shutter für mich super kritisch ist, kann sie nicht so gut wie eine Alpha 7S III, dann wäre die 7S III die bessere Wahl. Und auch wenn ich unbedingt den hochauflösenden Sucher haben will mit den 9,44 Millionen Bildpunkten, dann muss ich eine 7S III nehmen. Immer dann, wenn mir 4K mit 50 reicht. Ja? Mhm. Immer dann, wenn ich trotzdem extrem gute Videos haben will, weil die Kamera mit Oversampling arbeitet, ist die 7.4 echt interessant. Und ich weiß auf jeden Fall schon, ich drehe ja aktuell mit einer 7S III und mit einer 6600. Ne? Mhm. Die 6600 werde ich durch die 7.4 ersetzen. Es gibt S-Cinetone, es gibt den Active Steady Shot, es gibt 422, es gibt 10-Bit. Alle Sachen, die für mich wichtig sind, sind in der 7.4 drin. Also wirklich alle, genau wie in der 7S III. Und jetzt muss man bedenken, es sind 1.400 Euro Unterschied. Ne? Von daher, wenn man die 4K 120 nicht braucht und Rolling Shutter nicht das größte Ding ist, dann auf jeden Fall. Dann tut es vielleicht auch eine 4er. Alles klar. Das ist auf jeden Fall meine Aussage. Es gibt noch eine Frage. Die Kamera hat meines Wissens nach keine Focus-Stacking-Funktion. Das ist richtig. Das ist richtig, das kann ich auch. Es wird gefragt, ob das gegebenenfalls nachgeliefert wird.
Ja, also kann ich immer nicht beantworten, weil Sony ist ja, was Geheimhaltung von Kameras angeht, schon echt gut. Von Objektiven und Zubehör noch besser. Mhm. Und was Software angeht, man erfährt das gar nicht vorher. Also von daher, es tut mir echt leid. Ich würde es mir wünschen, weil ich werde es oft gefragt. Und ich glaube, viele andere Hersteller bieten es ja inzwischen auch an. Genau. Sony hat es aktuell nicht in den Kameras. Ich kann euch auch nicht erzählen, warum. Ich weiß es nicht. Gibt dazu keine Aussage. Ich wünsche mir das schon seit 3 oder 4 Jahren. Sage ich immer mal wieder, hey, Focus Stacking wäre noch ein Punkt. Ja. Der ist für viele Leute wichtig. Gibt es aktuell in den Sony-Kameras nicht. Mhm. Man kann sich dann helfen, wenn man das Ding über den Rechner fernsteuert. Ja. Dann kann man mit der Software den Fokusmotor ja auch verfahren. Ist aber natürlich nicht ideal. Ne? Das stimmt. Also von daher, da habe ich leider keine... Keine bessere Nachricht. Kein Problem. Selbe Person fragt auch noch wegen dem Display. Auch das Display hat nur 1,04 Millionen Bildpunkte. Ist das in der Praxis ein Problem? Also für mich persönlich nicht. Das ist natürlich immer die Frage, was möchte man haben? Wie genau möchte man Bilder beurteilen? Was ich bei allen Displays immer mache, ist, ich drücke einmal die Lupentaste, vergrößere mein Bild auf 100% und kann dann die Schärfe Pixel auf Pixel vergleichen. Da ich dann auch noch durch die Bilder durchswitchen könnte, wenn ich Serienbilder gemacht habe und so weiter, ist das für mich so kein großes Ding. Ich gucke auch die Bilder auf dem Sucher an, weil ich einfach mich dann besser aufs Bild konzentrieren kann. Ja. Aber da hilft wirklich nur ausprobieren. Also ich finde das Display besser als das von der Alpha 7 III. Es ist für mich brillanter, von daher würde ich sagen, für mich kein Hinderungsgrund. Ist mir jetzt auch nicht, ich hatte sie kurz im Test gehabt, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich wirklich Probleme hätte, das Ganze einzuschätzen. Von Fokus her, einfach ob es richtig scharf ist oder nicht, nie ein Problem gehabt. Also in der Praxis austesten, vorbeikommen, wenn es irgendwann mal da ist, dann kann man es gerne vor Ort mal testen. Ich glaube, das könnte echt schwierig werden, weil den ersten Monaten wird es, glaube ich, schwer, dass die Kamera einfach irgendwo im Laden steht, in der Vitrine, dass man sie rausholen kann. Da muss man, glaube ich, vorbestellen. Ja, also vorbestellen auf jeden Fall. Und wahrscheinlich, selbst wenn wir es gerne in die Vitrine stellen wollen, ist es eher ein Fall von, wir geben es irgendeinem Kunden, der lange drauf wartet. Ja. Also da Geduld, es kommt irgendwann. Ansonsten habe ich jetzt gerade, Moment, da habe ich noch was. Ja, immer her damit. Zeigt die Kamera den Bereich der hyperfokalen Distanz an? Nein. Quickie, alles klar. Moment, da. Erscheint die Meldung, läuft in NTSC beim Einschalten der Kamera am Display, wenn man im Videomodus 60 FPS einstellt? Habe ich gar nicht ausprobiert. Also eine Sache kann ich euch verraten, weil das weiß ich, das ist bei allen neuen Sony-Kameras so. Und zwar musste früher immer beim Switchen von PAL auf NTSC die Speicherkarte formatiert werden. Ja. Das ist nicht mehr der Fall. Kannst du hier nochmal für mich umschalten, bitte? Ja, gerne. Aber ob die Meldung erscheint, habe ich gar nicht probiert, weil ich filme eigentlich alles immer mit 50 oder mit 25 Bildern. Mhm. Aber das können wir ja ganz einfach machen. Wir können es einfach mal umstellen und dann sehen wir das ja gleich. Ist also gar kein Problem. Hier habe ich die Auswahl. Ja, so, darf ich nachher nur nicht vergessen, wieder zurückzustellen. Ja. So, jetzt bootet die Kamera quasi neu. Und jetzt sehen wir ja gleich, ob ein Hinweis kommt. Ihr seht, bei meiner Kamera, kannst du nochmal umschalten? Bei meiner Kamera steht auch Model Name dran. Ja. Geht denn die ganze Zeit immer auf den anderen? Ja, da kommt auf jeden Fall die Nachricht. Ich schalte die Kamera jetzt einmal aus, schalte sie wieder an und wir gucken nochmal, ob die Nachricht nochmal kommt oder ob sie weg ist. Habe ich, wie gesagt, nicht probiert, deswegen kann ich es nicht sagen. Nö. Also nicht mehr. Einmal beim Umschalten kommt sie, danach kam sie jetzt nicht wieder. Ich mache es noch einmal zur Sicherheit. Kamera aus, Kamera an. Und? Nee. Nicht mehr. Also einmalig kommt die Anzeige, danach nicht mehr. Ich schalte wieder zurück. Ja. In der Zeit suche ich schon mal das nächste. Ups, muss ein bisschen mit dem Kabel aufpassen. Genau, Focus Stacking hatten wir schon ein Nein. Focus Bracketing ist ja eigentlich das Gleiche. Ich glaube, damit ist das Gleiche gemeint. Das Gleiche gemeint. Also Focus Bracketing bedeutet ja, ich fahre unterschiedliche Positionen an. Und Focus Stacking ja eigentlich auch. Wenn es nur um den Unterschied zusammensetzen geht, es geht beides nicht. Ja, okay. Hi, funktioniert die Fokuslupe im AFC-Bereich? Nein, ging aber nie, meines Wissens nach bei keiner Kamera. Also ich kenne keine, die das kann. Im AFS-Bereich geht es. Ich habe auch das übrigens nicht ausprobiert, also von daher können wir auch nochmal probieren. Gerne. Weil ich habe natürlich nicht alle Special-Sachen genutzt. Ich könnte mal einfach schauen, ob wir die Fokuslupe auf eine Taste programmieren. Das mache ich mal live mit euch. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt lange Menü seht. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich natürlich erstmal programmieren muss.
Und ich überlege gerade, welche Taste ich nehme, die ich nachher nicht brauche. Die C2-Taste brauche ich nicht, dann nehmen wir die. So, wir gehen nach oben auf die Kamera, haben da schon die Fokusvergrößerung und bin ja in AFC. Aber er springt da sofort zurück. Ach, ich bin auch im Filmmodus, Entschuldigung. So, wir gehen in den Fotomodus. Und dann sagt er, nein, geht nicht. Hatte ich aber auch vermutet. Ne? Habe ja gesagt, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Habe ich mir auch. Mit AFS funktioniert das übrigens. Ne? Das ist kein Ding. Sehr schön. Dann Frage zum Speicher. Reichen denn nicht auch die SD-Karten oder müssen es die CF-Karten unbedingt sein? Und wenn ja, bei was benötige ich wirklich die CF-Karten? Sehr gute Frage. Mache ich einfach live, weil ich brauche natürlich keine CF-Express Typ A-Karte zwingend. In meiner Kamera sind übrigens beide Speicherkarten drin. Ich kann die auch nochmal hochhalten, dass ihr es nochmal seht. Im unteren Speicherkartenfach habe ich hier die SD-Karte, das ist diese. Und im oberen Speicherkartenfach habe ich die CF-Express Typ A. So, ich halte die nochmal nebeneinander, dann könnt ihr den Unterschied sehen. Die kleinere Karte hier, das ist die CF-Express Typ A, also diese hier. Ja? Und die SD-Karten haben den Vorteil, dass sie natürlich deutlich günstiger sind, sind aber auch von der Geschwindigkeit natürlich nicht so schnell. Würde ich jetzt die schnellste SD-Karte einlegen, die es gibt, und das ist die Sony Typ G-Karte, also die wirklich schnellste SD-Karte der Welt, und die macht 299 MB pro Sekunde schreibend. 300 lesen, 299 schreibend. Ich zeige euch jetzt mal einfach eine Kleinigkeit. Und zwar gehen wir in den Serienbildmodus. Wir wählen eine bisschen kürzere Verschlusszeit. So. Und ich drücke einfach mal den Auslöser. Ja? 10 Bilder pro Sekunde. Die Kamera stellt bei jedem Bild neu scharf. Übrigens, Augenautofokus haben wir vorhin umgestellt, deswegen ist der jetzt nicht zu sehen. So, und jetzt bitte alle Zuschauer mal links oben auf das Display achten, weil da ist der Puffer zu sehen. Das war's. Ich schieße auch noch ein paar Bilder. Ja, volle Kanne Serienbild, gar kein Problem. Und links oben in die Display-Ecke, so, das war der Puffer. Was ihr noch nicht wisst ist, dauert einen ganz kleinen Moment, bis ihr wieder ein Bild seht. Ach, ah, der schaltet immer um. Warum? Weiß ich nicht genau. An der Kamera war eingestellt RAW plus JPEG. Heißt, ich habe ein 34 MB RAW-Bild und ein extra feines JPEG-Bild. Das ist in der Regel immer so 16 MB. Also pro Bildkombination 50 MB mal 10 Bilder pro Sekunde gibt 500 MB pro Sekunde. Ja. Mit einer CF Express Typ A-Karte kann ich, bis die Speicherkarte voll ist, 10 Bilder pro Sekunde mit voller Autofokusleistung, mit Belichtungsmessung, mit allem durchballern. Mit einer SD-Karte geht es nicht. Die ist langsamer, wenn der interne Puffer voll ist, wird die Karte oder die Kamera natürlich auch langsamer. Ja. Muss sie ja auch werden, weil wenn sie 300 MB schreibt, über 500 MB anfallen, ist es, glaube ich, eine relativ logische Geschichte. Ja. Also, wer viel Serienbilder macht, wer in keinem Fall möchte, dass die Kamera einen limitiert in Geschwindigkeit und Co., der sollte eine CF-Express-Typ-A-Karte nehmen. Und im Videobereich da Unterschiede? Im Videobereich kann man alles auch auf eine SD-Karte schreiben. Man braucht dann für die All-Intra-Codecs zum Beispiel eine V90-Karte, wenn man 50 und 60 Bilder pro Sekunde filmt. Und für die anderen Sachen würde ich immer eine V60 empfehlen. Also ich selber, habt ihr vielleicht auch gerade gesehen, nutze die TAF-M-Karte. Ja. Das ist ja die langsamere. Davon oder damit machen wir quasi alle unsere Videos. Die reicht für fast alles aus. Und die ist halt auch noch schnell im Übertragen. Die macht irgendwie 270 oder 277 MB offiziell, aber so 270 MB in der Praxis auf den Rechner kopieren, das ist schon gut. Das reicht auf jeden Fall. Okay, da die nächste. Es kommen auch gut welche rein, gerne weiter. Ne? Also ja, egal ob Live-Shooting oder sonst was. Immer weiter? Immer weiter. Schön Fragen stellen. Welche Möglichkeit bietet die Slow-and-Quick-Funktion der 7.4? Werden die Einzelbilder eines Zeitraffers schon in der Kamera als Film zusammengefügt? Wird eine Slow-Mo auf dem Kameramonitor verlangsamt angezeigt? Also auch das ist relativ einfach. Die S&Q-Funktion ist im Prinzip die Möglichkeit, bei der Videoaufnahme, und es geht hier um Video, ne, Bewegtbild, deswegen ist es auch neben dem Videosymbol, das Video mit einer Framerate aufzunehmen und mit einer anderen Framerate abzuspeichern. Das heißt, ich wähle erst, mein Video soll mit 25 Bildern pro Sekunde gespeichert werden. Ich zeige das auch gleich nochmal. Ich möchte es aber mit 100 Bildern pro Sekunde aufnehmen, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel in Full HD aufnehme. Dann wird das Video mit 100 Bildern pro Sekunde geschossen. Aber für jede Sekunde Video, die ich aufnehme, landen 4 Sekunden auf der Speicherkarte. Das heißt, das Video ist dann schon verlangsamt. Es hat dann in dem Fall keinen Ton, weil natürlich vierfach gestreckter Ton sich nicht mehr gut anhört. Ja.
Das kann ich einfach so nutzen. Und beim Zeitraffer in die andere Richtung ist es genau das Gleiche. Wir haben ja über Zeitlupe eben gesprochen. Ne? Kann ich auch nochmal im Menü zeigen. Ist eine ganz einfache Funktion. Und ich mache das jetzt mal so, dass ich einmal in den S- und Q-Modus oben schon gehe. Ja, habe ich wieder ganz einfach umgeschaltet. Und jetzt hier quasi mit euch live in das Videomenü gehe. Dann haben wir hier die Zeitlupe und Zeitraffer-Einstellung. Oben steht die Bildfrequenz, mit der ich das Video speichere. Mhm. Und unten steht, seht ihr schon bei mir eingestellt, 2 Bilder pro Sekunde, in dem Fall also ein Zeitraffer. Ich stelle mal das Dateiformat gerade auf Full HD, weil dann haben wir 100 Bilder pro Sekunde. Dann kann man es visuell noch ein bisschen besser sehen. Ja, so. Und hier kann ich jetzt wählen bis 100 Bilder pro Sekunde. Okay. Jetzt drücke ich dir die Kamera in die Hand. Mhm. Du filmst nicht ganz kurz, ja? Also roter Knopf oben, genau. So einmal scharf stellen, genau, perfekt. Und go. So, ich erzähle jetzt einfach mal ganz schnell und winke noch dabei. Und das reicht eigentlich auch schon, weil ihr seht ja, wie schnell sich mein Mund bewegt. Jetzt drückst du einmal Play. Hier wird dann übrigens auch... Achso, du musst wieder umschalten, entschuldige. Ja, da müssen wir noch eine bessere Lösung finden fürs nächste Mal. So. Jetzt seht ihr, ganz oben links in der Ecke steht 100 FPS X4 Zeitlupe, also vierfache Zeitlupe. Unten steht die Qualität, die wir aufgenommen haben, XAVCS HD mit 25 Bildern pro Sekunde. Mhm. Und wenn ich jetzt Play drücke, mache ich einfach mal, dann werdet ihr sehen, ich habe ganz schnell gesprochen, aber mein Mund bewegt sich viel zu langsam. Oh, und ich sehe, der Fokus hat natürlich die Hand gecached, weil ich hatte den Augenautofokus deaktiviert. Sorry dafür, nächstes Mal schalte ich den Augenautofokus ein. Aber ich glaube, ihr könnt wunderbar sehen, das ist das Video, was auf der Speicherkarte liegt. Mhm. Und was ich jetzt oft gefragt werde, ist, warum nehme ich dann nicht gleich 100 Bilder intern auf? Kann ich ja auch. Dann läuft das Ganze in Echtzeit. Dann habe ich aber ein Problem. Weil ich habe ja einen Vorteil. Ne? Ich kann ja einen Ton zum Beispiel aufzeichnen. Geht ja bei Sony. Der Nachteil ist aber, dass ich bei meiner Slow Motion nicht sehen kann, ob das geklappt hat oder nicht, weil alles in Echtzeit läuft. Okay, ja. Das heißt, um den Effekt zu sehen, um zu gucken, funktioniert das im Video, ist diese S- und Q-Funktion richtig toll, weil man halt direkt vor Ort live überprüfen kann, wie das Videosignal aussieht. Auf jeden Fall. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Fast niemand, und deswegen erzähle ich es immer, weil das in der Praxis, gerade bei den Videofilmern, halt das Ding ist. Ich muss nichts mehr umrendern, ich bekomme ein fertiges Ergebnis und ich kann das nutzen. Wenn ihr jetzt jemand seid, der das so oder so gerne macht und der schon Übung davon hat, ihr könnt natürlich auch mit 100 Bildern pro Sekunde aufnehmen und es im Nachhinein über die Software machen. Das bleibt euch überlassen. Dann habt ihr Ton, ja, das ist der Vorteil, aber wenn ihr es stark verlangsamt, habt ihr ja auch wieder keinen ordentlichen Ton. Also von daher... Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ich werfe mal gegen Ende noch so ein paar Quickies rein, weil wir auch gleich mal raus möchten, damit wir auch hier ein bisschen, auf jeden Fall, bisschen Action machen können. Ich antworte schneller. Genau. Auf jeden Fall. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich kommt gleich das Team hinterher, ganz Fragen einzublenden. Sind 10 Bit 4:2 bei allen Framerates und Auflösungen möglich? Ja. Alles klar. Funktionieren die Telekonverter 1,4 und 2,0 mit den Telezooms an der Kamera? Mit allen. Ich habe es sogar unten dabei. Wir werden es heute nicht im Einsatz haben. Selbst mit dem 200-600 Zweifach-Telekonverter kann die Kamera die volle Autofokusleistung bringen, weil sie kann bis Lichtstärke 22 mit AFC bis an den Bildrand fokussieren. Supi. Das war jetzt Tech-Talk, sorry. Das war, ja, aber ne, deswegen sind wir ja auch da. Es gehört dazu. Genau. Rolling Shutter bei Foto mit elektronischem Verschluss, Fragezeichen. Maximale Belichtungszeit beim elektronischen Verschluss. Kann ich nicht sagen, weil ich habe es natürlich nicht ausgemessen. Ich bin ja kein Messlabor. Es ist nicht so, dass man denselben elektronischen Verschluss hat wie eine Alpha 9 oder eine Alpha 1. Das heißt, wenn man Kunstlichtquellen hat, wird man auch schön Streifen sehen. Mhm. Es ist kein Exmor RS-Sensor. Mhm. Warum kann die Kamera bei Uncompressed oder Compress Lossless nur 5 Bilder die Sekunde, obwohl die A1 mit dem gleichen Sensor und... Gleich 2 Fehler drin, darf ich ganz schnell, weil du hast ja gesagt, natürlich. Schnell. Erstens, die macht 6 Bilder pro Sekunde in Compressed und zweite ist es nicht der gleiche Sensor. Das eine ist ein Exmor RS-Sensor mit 50 Millionen Bildpunkten und das hier ist die Alpha 7.4 mit einem 33 Megapixel XMOR Sensor. Also von daher ist es nicht das gleiche. Wer sagt, ich möchte aber mit 20 Bildern pro Sekunde fotografieren und ich brauche unbedingt Uncompressed RAW, die Alpha 1 steht, glaube ich, allen offen. Allerdings ist das fast der dreifache Preis. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Also es ist nicht das gleiche. Ja. Okay, dann haben wir den. Ich gucke mal gerade, ob ich gerade noch einen direkt sehe. Ansonsten Regie dürft mir natürlich gerne einen hochpushen, damit ich das direkt sehe, weil ein paar sich hier gesammelt haben. Okay, war ich zu langsam im Antworten, sorry.
Nee. Nein, ich weiß, es ist ja schwer, bei den Sony-Kameras so ein bisschen die Übersicht zu behalten. Ne? Da kommen so viele Technologien und da ein Fachbegriff und da einer. Nee, ich glaube, wir haben jetzt so die Sachen im Chat erstmal durch, was ich sehen kann. Dann würde ich auch sagen, genau, da kommt noch die Frage, können wir gerne mal einblenden, weil es ist das passende Thema. Lowlight-Verhalten im Vergleich zur, okay, jetzt ist es im Vergleich zur 7R III. Kann ich nicht beantworten. Ich verrate auch, warum. Ich habe keine 7R III mehr. Und ich habe mich gefragt, vor dem Video, was wir jetzt vorgestern gedreht haben mit der finalen Firmware, mache ich den Vergleich mit der 7R IV, mit der Alpha 7 III und der 7S III, und ich habe mich dann entschlossen, nur Alpha 7 III und 7S III zu machen, weil ich den Unterschied zwischen 7R IV und 7 IV zu groß finde. Also hätte ich eine 7R III, hätte ich den gemacht. Ich habe keine mehr, kann ich nicht sagen. Kein Problem. Aber ich würde sagen, das richtige Verhalten von dieser Kamera im Lowlight, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich verabschiede dich schon mal ganz kurz, dann kannst du schon mal runtergehen und die Technik vorbereiten. Wir reden noch einmal ganz, ganz, ganz kurz über unsere Fototage, während Lack schon mal das Ganze vorbereitet unten, damit das Ganze auch schön aufgebaut ist. Ich hole hier noch ganz schnell die Speicherkarte, nicht, genau, dass wir gleich keine Bilder mehr machen können, weil ich die Speicherkarte vollgeballert habe. Ich kenne das schon. Ja, das ist normal. Und dann sehen wir uns gleich direkt unten wieder und machen live das Shooting. Aber in der Zeit weiterhin bitte eure Fragen stellen, damit wir es unten auch beantworten können oder spätestens im Nachgang, wenn wir wieder hier oben sind und es alles hoffentlich trocken bleibt. Da werden wir gleich mal gucken. So, der Lack.